Herzlich willkommen beim Atlassian Enterprise Club für Confluence in diesem Jahr. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Das ist eine große Ehre für uns. Ich weiß, dass viele von euch Reisestrapazen auf sich nehmen, ob das mit dem E-Bike aus dem Nachbardorf oder mit dem Flugzeug aus Sydney ist. Das ist der Patrick Richardson von Atlassian, der euch auch gleich ein bisschen was erzählen wird. Ich habe die Ehre, euch so ein bisschen Organisatorisches mit auf den Weg zu geben. Es gibt eine Agenda heute und ich soll euch sagen, wo die Toiletten sind und noch ein paar andere Sachen. Die sind zum Beispiel hier oder wenn ihr hier den Gang runtergeht, auf der rechten Seite sind auch noch welche. Ansonsten haben wir Mittagessen, das wird draußen aufgebaut werden, eine ganze Reihe von Vorträgen vorbereitet. Der Patrick ist hier von Atlassian aus Sydney, wird uns was über die Atlassian Serverprodukte, über Atlassian Data Center und warum das möglicherweise etwas ist, womit ihr euch beschäftigen wollt, erzählen. Ich habe, ich glaube, 4 oder 5 Werbezettel, die ich jetzt hier mal schnell einschleusen werde, mit Dingen, die ihr doch bitte berücksichtigen sollt. Die Jimena hat das mit den Toiletten zuerst geschrieben. Insofern weiß ich nicht genau, welche davon am wichtigsten ist. Ich mache das einfach mal sozusagen jetzt zufällig. Der Kollege von mir, der Sebastian Martini, der neben mir sitzt, der sagte, wenn da 100 unserer bestehenden Kunden und Neukunden sitzen, dann will ich 3 Themen, die mitbekommen. Und Sepp, das für dich sozusagen, das sind eure 3 Werbethemen. Wenn ihr heute noch selber eure Instanzen betreibt, dann wisst doch bitte ab sofort, dass wir einen Rundum-Sorglos-Betrieb anbieten, selbst wenn ihr die weiterhin in eurem eigenen Rechenzentrum betreiben wollt oder die in der Cloud bei Amazon laufen sollen oder halt in der Cloud, die wir betreiben. Wenn ihr über ein tolles Intranet mit Linspin hinaus auch ein Extranet mit euren Kunden aufbauen wollt, dann haben wir dafür eine ganz tolle Lösung. Und ihr könnt euch natürlich diese Flyer mitnehmen. Ja? Vielleicht sind die auch in irgendwelchen Tüten, die ihr bekommen habt, weiß ich nicht so genau. Ansonsten sind da noch so, gibt's immer URLs. Bei uns gibt es ja alles im Internet auch zum Nachlesen mit Preisen und Videos und so weiter. Und das wird den Patrick auch freuen. Wir haben einen eigenen Flyer für Atlassian Data Center gemacht. Um das ganz kurz zu machen, denn der Patrick hat das noch sozusagen länger vermutlich für euch dabei. Wenn ihr an einem Punkt seid, wo Atlassian Software, ob jetzt Jira oder Jira Service Desk, Bitbucket oder halt Confluence für euch geschäftskritisch ist und ihr stellt euch einfach mal vor, das wäre jetzt 10.25 Uhr für 20 Minuten down. Könnt ihr mir mal kurz sagen, wie schmerzhaft das so für euch wäre? Also wenn das schon ein bisschen schmerzhaft für euer Unternehmen ist, dann hätte ich gerne mal so eine Hand oben. Okay, also es gibt ein paar Leute, die halten das aus. Und es gibt vermutlich eine ganze Reihe von euch. Und dahinter so einer Hand beim Jan zum Beispiel sind dann noch 8000 andere Leute. Also sozusagen große Hand. Da wollen wir uns dann sozusagen versichern, dass der Patrick recorded a video yesterday with me. And he said, you're paying for uptime. Also sozusagen der große Nachteil von Atlassian Data Center ist, ist ein bisschen teurer. Dafür kriegt ihr so ein Active-Active Cluster und eine ganze Reihe anderer Vorteile. Könnt ihr euch mal Gedanken darüber machen, insbesondere dann, wenn ihr gerade die Hand gehoben habt und das geschäftskritisch für euch ist oder es euch halt besonders wichtig ist, dass es gut erreichbar ist. Es gibt ein weiteres Event. Wir sind ja seit 2 Jahren Google-Partner. Am 4. Juni Google Cloud Experience Tour. Da stellt uns Google so einen Bus zur Verfügung. Das ist ziemlich cool tatsächlich. Und da sind so ganz viele Sachen, Jamboards und sozusagen Technologie drin, mit denen die euch und euren Unternehmen klar machen wollen, dass es Alternativen zum Upgrade auf Office 365 gibt, die sehr ansehenswert sind. Das ist eine kostenfreie Veranstaltung in Frankfurt. Kommt doch vorbei, wenn ihr Interesse habt. Diejenigen, die gestern über den Digital Workplace mit uns gesprochen haben, im Workshop, kann ich da mal ein paar Hände sehen? Wer war gestern da? Ja, so 20 oder so waren es, gell? Die werden mit Sicherheit da auch über viele Anwendungsfälle gesprochen haben, die wir mit Confluence, Jira und Linspin nicht abbilden können. Und also wir glauben zumindest, dass Google eine sehr gute Alternative ist. Dann das ist eigentlich sozusagen für mich am wichtigsten. Ich möchte gerne, dass jeder von euch, von uns einen Amazon-Gutschein über 5 Euro bekommt. Nicht wegen des Gutscheins, sondern wegen der User-Tests, die ihr machen müsst, um diesen Gutschein zu bekommen.
Und zwar hier Kinderzimmer nennen wir das, in dieser Glasbox da, bauen sich ein paar unserer Kollegen auf mit einer sozusagen Teststation. Da könnt ihr reingehen während der Veranstaltung, vermutlich eher später, und dann mal ausprobieren, wie bestimmte Dinge in Linchpin, in Draw.io und anderen Tools funktionieren. Wenn ihr das machen würdet, wäre das super wertvoll für uns, und zwar deutlich mehr als 5 Euro, weil wir damit unsere Produkte verbessern können. Und für mich persönlich ist das sozusagen einer der zentralen Nutzen, weil ihr halt unsere Kunden seid. Und das super spannend ist, rauszufinden, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Es gibt noch mehr Sachen. Wer ist denn mit dem Auto gekommen von euch? Und Hände oben lassen bitte. Wer parkt da hinten im Parkhaus? Ah, und die Hände jetzt runtergemacht haben und nicht da hinten parken, die wollen das nächste Mal sich darüber Gedanken machen, wo dieses Luisenforumsparkhaus ist. Denn die anderen kriegen von uns eine Ausfahrkarte. Und diejenigen, die da nicht parken, parken vermutlich da drüben, was total blöd ist, weil das nämlich zum einen um 20 Uhr zumacht und zum anderen irgendwie 20 Euro kostet oder so und also blöd ist. Parkt doch da drüben im Luisenforum. Diejenigen, die da jetzt schon parken, können von der Jimena oder jemand anderem, die Pia hat, glaube ich, die Parkkarten, eine Parkkarte bekommen. Aber ihr könnt jeden mit diesen T-Shirts ansprechen, auch wenn ihr nicht wisst, wo die Toiletten sind oder so. Wir können euch da helfen. Es gibt noch ein paar weitere Ankündigungen, die ich habe. Und zwar, wir suchen nach Kundenstimmen, Videos für unsere Kunden-Communities und Stimmen für unsere Kulturchronik. Am Ende geht es darum, dass ihr quasi mit uns, mit der Jimena, vielleicht kann die mal kurz so ins Blickfeld kommen, ein kurzes Video aufnimmt und euch erzählt, wie die Zusammenarbeit mit Atlassian, mit Cybert Media, mit den Tools so funktioniert. Super wichtig für unser Marketing. Ich weiß nicht, ist nicht jedermanns Sache, aber wenn ihr euch das vorstellen könnt, sprecht doch die Jimena mal an, das wird uns super helfen. Bitte, bitte, bitte. Dann gibt es eine Kunden-Community. Also ein Punkt war ja auch Video für die Kunden-Community. Da wollen wir euch nämlich vorstellen, den anderen Kunden. Und die Idee ist der Kunden-Community, dass das, was wir heute hier machen, ich hatte vorhin, glaube ich, mit dem Nando Förster oder jemand anderem gesprochen und gesagt, ja, das Wichtigste an der Veranstaltung heute ist, dass ihr andere Leute treffen könnt. Dass ihr euch austauschen könnt, dass ihr zusammen über Cybert Media und Atlassian lästern könnt, dass ihr die Möglichkeit bekommt, sozusagen mit anderen Anwendern, die eben nicht 3 Schilder hochhalten wollen, kauft doch Data Center, kauft doch ein Betriebspaket bei uns und noch einen Anwendersupport obendrauf, sondern die genau die gleichen Interessen, wie ihr auch habt, und den sozusagen in Kontakt bekommt. Und diese Kunden-Community macht das digital, ohne Reisen. Ist übrigens auch ein Confluence-Extranet. Kann ich diesen Flagge wieder hochhalten? Wer ist denn da schon aktiv? Kann ich da mal ein paar Hände sehen? Ich weiß, dass es ein paar sind. Und wir sind dann noch relativ am Anfang. Ich glaube, vor einem Jahr haben wir das zum ersten Mal angekündigt. Vielen herzlichen Dank schon mal denjenigen, die da schon mitgemacht haben. Ich habe mich super gefreut, weil das für uns total starkes Lernen ist, auch zu sehen, wo reagieren die Kunden drauf, was sagen die dann qualitativ dazu. Also nehmt doch bitte an unserer Kunden-Community teil. Könnt ihr auch wieder die Jimena ansprechen, wenn ihr nicht wisst, wie es geht. Es gibt ein Google Home Mini zu gewinnen. Dafür muss man einen Zettel in die schwarze Box werfen. Da ist die schwarze Box und davor ist der Zettel. Könnt ihr ausfüllen und am Ende einen Google Home Mini gewinnen. Es gibt eine Veranstaltung von Atlassian, sozusagen alternativ zum Atlassian Summit. Atlassian Open heißt das, vom 9. bis 11. September. Wer da Zeit und Lust hat, nach Wien zu fahren, ist herzlich eingeladen. Die nächste Atlassian Enterprise Club Veranstaltung findet am 19. März 2020 statt. Ich bin übrigens furchtbar stolz darauf, dass unsere Teams sowas inzwischen schon sozusagen mir hier mit auf den Zettel geben, weil gefühlt vor 2 Jahren ich noch das Gefühl hatte, wir bereiten das Event heute gestern vor. Und hier wird offensichtlich das Event am 19. März 2020 schon heute vorbereitet. Vielen Dank. Bestimmt habe ich was vergessen, aber der Patrick wartet schon und ihr habt auch keine Lust, noch weitere organisatorische Sachen zu hören. Wenn ihr doch eine Frage habt, nicht wisst, wo die Getränke stehen oder es das Essen gibt, sprecht jemanden mit diesen T-Shirts an. Wir helfen euch gerne. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da seid. Ist uns eine große Ehre. Gebt euch selbst mal einen Applaus. Dankeschön.